Im Herzen von Murg. Der Dorfplatz, 2009 neu gestaltet, ist ein Geschenk der Ortsgemeinde an die Bevölkerung. Ein Ort des Zusammenseins und der Nachhaltigkeit. Wasser als zentrales Element. Kein Wunder, der Bau wurde anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Elektrizitätswerks Murg realisiert. Der Ursprung der Energie liegt aber nicht im Dorf. Folgen wir dem Lauf des Wassers. Auf 1820 Meter über Meer liegt der obere Murgsee. Hier beginnt die Wasserkraftnutzung im Murgtal. Natürliche Schönheit, umrahmt von den Glarner Alpen. Am Ursprung der Wassernutzung liegt auch die höchste Murger Alb, die Alb-Murgsee. Die gesamte Fläche der Murger Alpen erstreckt sich über 513 Hektar. Jährlich verbringt eine stattliche Zahl an Kühen, Rindern und Ziegen ihren Sommer im malerischen Murgtal. Die Murger Hütte, im Jahre 1997 erbaut, und vor allem das Berggasthaus Murgsee sind beliebte Ausflugsziele für Wanderer und Sportfischer. Sie finden hier Ruhe und Natur pur. Der Murgsee besteht eigentlich aus drei Seen. So findet man unter dem Hauptbecken den mittleren Murgsee, sowie den unteren Murgsee, welcher durch einen eindrücklichen Wasserfall verbunden ist. Knapp 600 Höhenmeter weiter unten dann befindet sich das Ausgleichsbecken Merlen. 30.000 Kubikmeter Wasser können hier aufgestaut werden. Das würde reichen, um über 150.000 Badewannen mit Wasser zu füllen. Hier befindet sich dann auch die oberste Kraftwerkstufe, die Maschinengruppe Merlen. Die Francis-Turbine ist seit 1950 in Betrieb. Pro Jahr produziert sie im Durchschnitt ca. 2 Millionen Kilowattstunden Strom. Die Strommenge würde reichen, um ein durchschnittliches Einfamilienhaus 300 Jahre lang mit Strom zu versorgen. Die nächste Station für das Wasser ist die Kraftwerkzentrale Blatz. Der Name kommt von der hier auf 718 Meter über Meer liegenden Alb, Blatz.
unmittelbar unterhalb des Stalles beherbergt die Kraftwerkzentrale zwei weitere Maschinengruppen. Die beiden Pelton-Turbinen produzieren pro Jahr fast 27 Millionen Kilowattstunden Strom. Das dazugehörige Ausgleichsbecken, Platz, fast 7000 Kubikmeter oder 35.000 gefüllte Badewannen Wasser. Nun sind wir beim Forstgebäude Steinbrecher auf 614 Meter über Meer angekommen. Hier befindet sich der Werkhof des gemeindeeigenen Forstbetriebes. Insgesamt bewirtschaftet die Ortsgemeinde Murk von ca. 450 bis 1600 Meter über Meer rund 379 Hektar Wald. Es gedeihen rund 21 Laub- und 9 Nadelbaumarten. Besonders erwähnenswert ist das nördlich der Alpen einzigartige Vorkommen von rund 1850 Edelkastanienbäumen. Über einen der vielen Wasserfälle geht die Reise des Wassers Richtung Tal weiter. Bis es dann schließlich im Luxberg auf 535 Meter über Meer ankommt. Hier, in der Freiluftschaltanlage Gödes, erfolgt der Anschluss an das regionale Elektrizitätsverbundnetz. Darum gilt die Kraftwerkzentrale Gödes als Herzstück und Nervenzentrum des Elektrizitätswerkes Murk. Die beiden Maschinengruppen Gödes 1 und 2 produzieren pro Jahr weitere 14 Millionen Kilowattstunden Strom. Die Kraftwerkanlagen werden nach den Bedürfnissen des Netzverbrauches und nach ökonomischen Gesichtspunkten gesteuert. Dies erfolgt teilweise automatisch oder, wenn menschliches Fingerspitzengefühl gefragt ist, auch noch von Hand. Die Mitarbeiter der Leitstelle in der Zentrale Gödes überwachen alle Kraftwerke, die Verteilanlagen und die Anlagen der Wasserversorgung rund um die Uhr. Insgesamt werden von hier aus ca. 4000 Kunden mit Strom versorgt. Doch noch ist die Reise nicht zu Ende. Bevor das Wasser in den Walensee mündet, muss es sich durch die Murkbachschlucht kämpfen.
der untersten Kraftwerkstufe Säge angekommen, fließt das Wasser nochmals durch zwei Francis-Turbinen. Hier entstehen jährlich weitere 12 Millionen Kilowattstunden Strom. Bis dann schlussendlich die Reise des Wassers an der Einmündung des Murkbaches in den Walensee endet. Neben den eigenen Anlagen ist das EW Murg auch mit 50% an der Kraftwerke Unterterzen AG beteiligt. Insgesamt werden ca. 12 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr produziert. Das Wasser entspringt ergiebigen Quellen im Gebiet der Flumserberge. Und auch das Verteilnetz der EVU Flums AG gehört seit 2008 zum Elektrizitätswerk Murg. So werden zusätzliche 1100 Kunden mit Strom versorgt. Murg. Wasser, Energie und Edelkastanien. Eine kleine Perle am südlichen Ufer des Walensees.